Wieder so ein beschaulicher Ort in unserer Samtgemeinde, diesmal Dalldorf. Dalldorf, unter anderem einigen bekannt durch die Sage der goldenen Wiege im Wohlenberg. Ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, nur ganz kurz dazu. Die haben tatsächlich einen Zwerg im Ortswappen und eine Wiege. Alles Weitere verrät Onkel Google. Das ist natürlich nur ein Grund, warum wir hier in Dalldorf sind oder warum ich hier bin. Na klar, wir fahren ja durch die gesamte Samtgemeinde. Mein Thema hier an dieser Stelle ist Flächenversiegelung bzw. Ausgleichsflächen zu schaffen. Zunächst vorweg an dieser Stelle, in Niedersachsen werden täglich, und die Zahlen sind vom Bundesamt für Statistik und wurden auch von der Land und Forst nochmal publiziert, jeden Tag 6,8 Hektar versiegelt. Das sind 68.000 Quadratmeter. 68.000 Quadratmeter täglich, jeden Tag, werden entweder der Landwirtschaft oder allgemein der Natur ja genommen, unwiderruflich genommen, indem sie versiegelt werden. Das ist einfach zu viel. Und auch wenn die Bundesländer sich dazu verpflichtet haben, das bis zum Jahre 2030 zu halbieren, dann wären es ja immer noch 3,5 Hektar jeden Tag alleine in Niedersachsen. Ich halte das für zu viel und ich denke auch, das sollten wir unbedingt beachten, wenn es um die Ausweisung neuer Baugebiete geht. Ja, der Standort ist gewechselt, jetzt vor der Köhlerhütte hier in Dalldorf. Wenn auf Gemeindeebene gebaut wird, auch auf Samtgemeindeebene natürlich selbstverständlich, müssen entsprechende Ausgleichsflächen geschaffen werden oder ausgewiesen werden. Bisher war das immer weit weg, Unterlüß. Jetzt die letzten Jahre haben wir versucht, das hier tatsächlich vor Ort zu machen und das ist auch ein Erfolg geworden. Das heißt, Ausgleichsflächen da zu schaffen, wo auch gebaut wird. Das ist natürlich alles nur sehr verkürzt dargestellt. Doch ich hoffe, die Richtung ist deutlich geworden. Ausgleichsflächen in den eigenen Gemeinden schaffen und die Natur aufwerten an der Stelle und Flächenversiegelung reduzieren und auf das Nötigste beschränken. Alle weiteren Informationen dazu auch auf meiner Webseite.